Hallo Leute und willkommen zurück zu einem brandneuen Video. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr euren Server ohne Portweiterleitung öffentlich machen könnt. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und befolgt diese einfachen Schritte. Zuerst braucht ihr einen lokalen Minecraft-Server. Dazu könnt ihr entweder einen Minecraft-Server von der Minecraft-Website herunterladen. Geben Sie einfach Minecraft-Lokal-Server ein. Und dann könnt ihr zu Minecraft.net gehen und dann auf Download klicken und die Server-Clients überprüfen. Oder die Serverseite. Nach dem Download braucht ihr nur noch dies hier oder ihr könnt euer eigenes Wort veröffentlichen. Gehen Sie also zu Ihrer Einzelspielerwelt und dann müssen Sie es nur noch veröffentlichen und schon können Sie einen öffentlichen oder nur einen lokalen Server auf Ihrem Computer erstellen. Also im Grunde warten wir einfach auf das Wort. Und hier müssen wir nur diesen Befehl eingeben, der veröffentlicht wird, wenn Sie im Kreativmodus sind oder Sie klicken einfach hier auf Zum Lernen öffnen. Sie fügen Ihre Portnummer hinzu. Das fügen Sie so hinzu. Und im Grunde können Sie Ihr Wort beliebig machen, aus US. Sie können jeden verfügbaren Port verwenden. Sie klicken auf Lokales Spiel starten, das auf Port gehostet wird. Und im Grunde verwenden wir jetzt einfach ein anderes Tool, das unseren Server öffentlich macht. Sie gehen zu PlayGG. Und dann laden Sie diese Clients herunter und installieren sie. Dann müssen Sie nach der App suchen. Und hier finden Sie Ihren Anspruch. Und dies hier ist Ihr Anspruch. Hier müssen Sie sich nach der Installation dieser App einfach anmelden. Weiter, es läuft. Ja, es läuft. Wenn dies nicht gefunden wird, müssen Sie nur diesen Code kopieren. Kopieren. Und dann den Anspruchscode hinzufügen, Agenten hinzufügen und jetzt ist es Chicken. Und im Grunde müssen wir nur auf den Status warten. Wie Sie sehen können, ist dies unsere Adresse. Jetzt können Sie diese Adresse einfach an Ihre Freunde weitergeben oder ihnen diese Adresse geben, damit sie sich verbinden können. Oder sich über diese Adresse verbinden können. Wir können ihr also einen beliebigen Namen und einen beliebigen Agenten geben. Also fügen Sie einen Agenten hinzu und jetzt. Können Sie sich mit dem Server von PlatesGG verbinden und Sie können ihnen dieselbe Adresse geben, damit sie sich verbinden können. Wie Sie sehen können, wurden die Tunnel hinzugefügt und Sie können jetzt den Tunnel erstellen. Und jetzt können Sie jede beliebige Region haben. Dies ist die kostenlose, wenn Sie eine Premium-Region möchten. Und das ist natürlich der Tunneltypus. Ich werde also keine Schadsoftware hosten. Und Sie akzeptieren und können einige Apps oder Ports hinzufügen, die Sie möchten und das war's. Danach brauchen Sie also nur noch den Tunnel und müssen Ihnen nur die Tunneladresse geben und Sie können Ihnen nur die Adresse geben, damit Sie sich mit Ihrem Server verbinden können und schon ist Ihr Server öffentlich. Ohne den Post zur Warnung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.